Willkommen beim Promi-News-Kanal. Helene Fischer und Florian Silbereisen. Die Bombe ist geplatzt. Heimlichtuerei hat ein Ende. Helene Fischer und Florian Silbereisen hatte wohl niemand als Paar auf dem Schirm. Was die beiden aber jetzt zusammengeführt hat und wohin die gemeinsame Reise geht, erfahrt ihr jetzt. Ein Zusammentreffen der besonderen Art. Auf Instagram dokumentierte Schlagerstar Helene Fischer jüngst ihren entspannten Kaffeeklatsch mit Sängerkollege Pietro Lombardi. Worüber die beiden DSDS-Gewinner so sprechen? Social-Media-Tipps und eine gemeinsame Zukunft. DSDS-Gewinner unter sich. Helene und Florian haben viel gemeinsam. In ihrer Instagram-Story zeigte Beatrice ihren Followern, wie ihr Helene mit Rat und Tat zur Seite steht, schließlich haben sie unheimlich viel gemeinsam, beide gewannen den begehrten Titel in der Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Worauf kommt es bei einem erfolgreichen Livestream auf Instagram an? Der charmante Sänger und Social-Media-Experte hat die Antwort. Fans dürfen sich also bald auf tolle Live-Videos der Schlagersängerin freuen. Helene und Florian, Schlagerduett in Planung? Doch nicht nur über Social-Media-Tipps wird ausgelassen geplaudert. Die beiden DSDS-Gewinner sprechen sogar über gemeinsame Projekte, wenn auch, mit einem Lachen auf den Lippen. Schmunzelnd schlägt Florian ein Schlagerduett vor, worauf Helene nur mit ausgelassenem Gelächter reagiert. Ein Nein klingt definitiv anders. Wir dürfen also gespannt sein, was eine vermeintlich gemeinsame Zukunft für die Chartstürmer bereithält. Ich weiß noch nicht, ob ich alle finde, denn meine Kisten stehen zum Teil noch bei Helene zu Hause. Da hatte ich noch nicht so viel Zeit gehabt, die zu holen. Wir werden irgendwie einen bunten Anzug finden. Ich hole meinen Glitzeranzug raus. Das war eine richtig gute Performance und das hat mich echt geflasht. So Silbereisen bei DSDS. Im Verlauf der Show fand er, nach dem Auftritt von Paulina, 22, dann auch lobende Worte für Helen Chen. Schlager ist nicht so einfach, wie man denkt. Auch, wenn die Melodien oft einfach sind, damit sie ins Ohr gehen. Man braucht ganz viel Gefühl dafür, sagte er. Ich habe gehört, du magst Helene ganz gern und bewunderst sie. Ich kenne sie ja auch ganz gut. Helene ist nicht umsonst so erfolgreich. Sie ist mit Abstand die perfekteste, weil sie nie aufhört, an sich zu arbeiten. Die hört nicht auf zu proben, wenn alle schon im Bett sind, macht sie weiter. Wenn du da dran bleibst, kannst du das schaffen. Hör nicht auf, an dir zu arbeiten.